Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Mod-Vorstellung. Und zwar darf ich euch heute präsentieren das Class Lexion 780er TT Pack von Forbidden Mods. Das Pack besteht aus drei Dreschern, die wir hier schon vor uns sehen. Zum einen haben wir hier den Class, die Class Century Edition, den Class, die Class Lexion Cat Version und dann haben wir noch die Lexion Limited Edition. Wir fangen hier beim ersten direkt mal an. Das ist hier die Class Lexion 780 Limited Edition. Dann hüpfen wir sofort weiter, weil ich will das nicht unnötig in die Länge ziehen. Das hier ist diese Cat Edition. Ich glaube, das ist eher so für den amerikanischen Markt gedacht. Und dann haben wir hier noch die Century Edition. Auch Class 780 Lexion. Für alle Geräte gibt es den ganz normalen... Also zwei Aufsätze, das heißt, ihr bekommt überall das Class Vario 1200er und natürlich gibt es dann auch noch das Class ConSpeed 1275 FC Klapper. Das heißt, das ist das hier für Mais. Wir schauen uns das ganz kurz im Shop an, was das Ganze denn kostet. Und zwar haben wir hier Erntemaschinen. Ihr seht es hier, 495.000 für die Drescher. Die kosten alle gleich viel. Und dann haben wir hier überall die Aufsätze bei. Das heißt hier, Class Vario 1200 für 102.000, 75 Euro am Tag. Der Drescher kostet 580 Euro am Tag. Dann haben wir natürlich noch Class ConSpeed für 58.000 für 70 Euro am Tag. Das gibt's wie gesagt für alle drei Versionen, ist überall separat bei, damit das auch farblich abgestimmt ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Dinger jetzt erstmal näher an. Als erstes schauen wir uns hier die Limited Edition an. Wir steigen jetzt einfach mal ein. So, als allererstes fällt mir natürlich sofort mal auf, dass dieser, also dass wir praktisch ein besseres Arbeitsgewand bekommen haben. Hier original von Klaas, sieht man das hier? Oh ja, das sieht man. Das sieht man. Was haben wir noch? Wir haben eine IC-Steuerung. Links die Türe kann man öffnen. Sehr, sehr schön. In der Version 2 wurde auch angekündigt, wird mehr reinkommen. Das haben sie schon gesagt, die Jungs von Forbidden Mods. Aber für die Version 1 finde ich völlig ausreichend. Wir schauen das Ganze mal ein bisschen texturenmäßig an. Ja, also ich muss euch ganz ehrlich sagen. Ja, also das ist wirklich Forbidden Mods Meisterarbeit, möchte ich nur sagen. Also die Sticker hier, alle sehr, sehr scharf. Auch die Ketten sehen sehr, sehr gut aus. Die Treppe sieht wunderschön aus. Hier die einzelnen. Auch hier überall diese Aufkleber, diese Warnhinweise. Auch Feuerlöscher, alles da. Auch die Kabine an und für sich ist sehr gut gemacht. Die Lichter eigentlich optimal positioniert. Rundumleuchten hat er natürlich auch. Ich habe den jetzt schon aufgeklappt, also ich zeige euch den dann nochmal im eingeklappten Modus. Was haben wir hier noch? Das Rohr ist... Ich finde das Rohr eigentlich auch wunderschön. Das Rohr. Da zeige ich euch dann nochmal eine Kleinigkeit, ein kleines Extra, was dieses Rohr hat, was die anderen oder andere Mods in der, sagen wir mal, andere Lexions nicht haben. Hier hinten der Ausruf, auch sehr schön. Warntafeln. Hier unten eine Rundumleuchte haben wir auch noch hier. Kennzeichen, alles. Also ich würde es nicht, ich finde jetzt nichts zu bemängeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Räder, sehr, sehr schön. Ketten sowieso. Ja, also da, ganz ehrlich, der beste Mod seit langem, muss ich ganz ehrlich so sagen, also, auch wenn man hier in das Cockpit reinschaut, wunderschön, wunderschön gemacht. Bei allen dreien, also da haben sie keinen Unterschied gemacht. Und wir springen jetzt einfach mal in einen rein und schauen einfach mal, hören uns einfach mal den Sound an. Ja, das ist richtig böser Lexion-Sound, richtig... PS-starker Sound. Was wir hier verbaut haben, ist eine Handanimation. Seht ihr es hier? Das ist sehr, sehr schön gemacht. Dann, jetzt klappen wir das Ganze mal zu, damit ihr das auch seht. Treppe geht nach vorne. Oben wird eingeklappt. Was ihr noch machen könnt, ist mit der Taste Numpad 8 die Seitenteile öffnen. Numpad 8 und Numpad 9. Hier auch wunderschön gemacht. Wunderschön. Hupe. Hat er. Alles klar. Da steigen wir nochmal aus. Auch der Outdoor-Sound ist richtig nice. Also gefällt mir richtig gut. Wir werfen ganz kurz einen Blick auf das Schneidwerk hier. Auch hier.
alles vorhanden, was benötigt wird. Hier auch die ganzen Aufkleber, die ganzen Warnhinweise. Wow. Was noch special ist bei diesem Mod, ich zeige euch das ganz kurz. Stelle ich ihn jetzt da wieder ab. Ist glaube ich besser. Ihr habt die Möglichkeit, diesen den Rapstisch, heißt das Rapstisch? Schaut mal, Moment, ich fahre mal ein Stück zurück. Zurück. Ja, so. Ihr könnt mit der rechten Maustaste, wenn ihr die gedrückt haltet, dann könnt ihr den verschieben unten, den Tisch. Seht ihr das? Und mit der linken Maustaste die obere. Also. Das ist wirklich... Das habe ich jetzt bei noch keinem Mod gesehen. Oben das, was man verstellen kann, ja, okay, das ist ganz normal. Nach oben, unten, nach hinten und vorne. Aber dass man den Tisch unten verschieben kann, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und das finde ich wirklich, also... Das ist schon ein starkes Stück, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier, das funktioniert auch ganz super. Rundumleuchten, natürlich haben wir schon gesagt. Zwei vorne, eine hinten. Also das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist seit langem ein klasse Mod. Wir schauen uns das Ganze natürlich nochmal in Aktion an. Und zwar habe ich hier was vorbereitet. Wir springen jetzt einfach mal rein, machen den Mod an. Und dann kann ich noch ein paar Features sagen, was dieser Mod mitbringt. So, jetzt schauen wir einfach mal, wie das funktioniert. Ja, sehr schön. Einzug sehr, sehr schön. Auch die Ablage hinten funktioniert alles wunderbar. Ja, kann man schon sagen. Also das, und auch die Handemission. Also die gefällt mir besonders gut. Das ist wirklich schön. Also da haben sich Thomas018 und MrCool13 vom Forbidden Mod Team wirklich, wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und ist wirklich ein gelungenes Pack, muss ich ganz ehrlich so sagen. Auch hier oben die Tankfüllung, wunderschön. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, was alles neu gemacht wurde, beziehungsweise ich sage euch das ganz kurz. Es wurden die Texturen komplett neu gemacht. Die IC-Steuerung habe ich euch schon gezeigt an der Türe. In der Version 2 wird mehr kommen. Das Fahrverhalten wurde komplett überarbeitet. Drehzahlmesser haben wir auch. Hier unten seht ihr das. Also das ist wirklich... Wow. KMH-Anzeige. Digitale Cone-Tank-Anzeige. Die Seitenteile lassen sich öffnen mit Numpad 8 und 9. Habe ich euch schon gezeigt. Beifahrerskip wurde verbaut. Ich habe jetzt leider keinen Beifahrer da, aber theoretisch könnte ich jemanden mitnehmen. Neuer Rotorlüfter, das ist der hier hinten. Auch sehr, sehr schön. Und jetzt mal ganz kurz stehen, schalten das Ding mal ab. Er bleibt nicht sofort stehen, er dreht langsam nach und fängt auch langsam an. Also das ist, haben sie auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und die Handanimation ist für mich, also, ja, ist wirklich ein Traum. Spiegel natürlich, alles. Cockpit können wir uns auch noch anschauen. Wie gesagt, IC-Steuerung wird noch ein bisschen verbessert bei der Version 2, aber also für Leute, die so mit großen Maschinen arbeiten, ist das eigentlich ein Muss. Das ist einfach ein Muss. Auch hier ein bisschen steiler rauf, ist für ihn kein Problem. Er hat massig PS. Das ganze Modpack ist waschbar, bis auf das Vario 1200er. Das wird aber in der Version 2 noch kommen. Sonst ist alles waschbar. Ja, also könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber der kommt am Hof. Definitiv. So, ich will das jetzt auch nicht allzu lange machen. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, ich habe euch jetzt alles gezeigt, was relevant ist. Aber am besten schaut einfach auf die Homepage von Forbidden Mods, ladet euch den runter und testet ihn einfach selber aus. Es gibt nichts Besseres, wie ich jetzt finde, Dreschermäßig am Markt momentan. Also wirklich, zieht ihn euch runter und schaut ihn euch an. Ihr werdet bestimmt sehr, sehr viele Spielstunden damit Spaß haben. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst für das Video bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben, wie ihr Lust habt. Und hinterlasst auch ein paar nette Worte bei den Jungs von Forbidden Mods, weil ohne die gäbe es das alles hier nicht. Also... Ich glaube, kann man schon mal den Modder auch danken und ihm mitteilen, was für eine super Arbeit sie leisten, weil ich glaube, das ist Motivation pur, für die weiterzumachen. Und ich glaube, da kommt bestimmt noch das eine oder andere Schmankerl.
In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Zeit mit den Dreschern und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.